Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Hallo. Fallout New Vegas. Und ja, das hier ist halt schon Sachen, die ich haben will. Habe ich einen Stealth Boy dabei? Habe ich natürlich nicht. Und das ohne Stealth Boy klauen kann man quasi vergessen. Kann man jetzt Stealth Boy hier kaufen? Willkommen zurück. Haben Sie. Weiß ich gar nicht. Ah, keine Hilfsmittel. Es ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, die Sachen hier ohne Stealth Boy zu klauen. Okay, eins haben wir geschafft. Puh, Lasergewehr. Was nicht ohne ist. Aber ich mag das Lasergewehr halt nicht so. Hi. Willkommen zurück. Brauchen Sie Waren? Ich habe Waren. Wahre Waren. Sehr kackendreist. Gehen Sie weiter! Werde ich machen! Ach hier, ich sollte noch mit Simon sprechen. Willkommen im Sil... Oh Mist. Sie sind doch nicht etwa die neue Wache. Das ist richtig. Keine Zeit für Scherze. Ich habe Ihre Ausrüstung hier, aber schauen wir mal, ob Sie Anweisungen befolgen können. Sie werden die andere Seite der Tür dort decken. Gehen Sie in Position, während ich Ihr Zeug hole. Natürlich. Gut. Sehen Sie sich um und machen Sie sich damit vertraut, wo Kunden und Risiken rein und raus können, während ich Ihre Ausrüstung hole. Du, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Was, ich bin nicht mehr wie ein Mitglied der NK gekleidet. Gut, dann kümmern wir uns mal um Ihre Ausrüstung. Zunächst mal die Rüstung. Der Standard ist eine gewöhnliche Kampfrüstung mit netter dunkler Beschichtung, die als Markenzeichen und zur Einschüchterung dient. Dann zur Waffe. Wachen müssen Gewehre verwenden. Leichtere Waffen verringern die Kampfeffektivität. Alle schwereren Waffen verschrecken die Kundschaft nur. Was hätten Sie gern? Laser oder Plasma? Wie unterscheiden sich die Energiewaffen? Laserwaffen haben eine hohe Feuerrate, aber wenig Stoppwirkung. Plasmawaffen wiederum sind lahm wie ein Muli, treten aber genauso zu. Also, was darf es sein? Ja, dann würde ich lieber langsam, aber stark angreifen als umgekehrt. Plasma ist schon in Ordnung, aber treffen Sie auch das, worauf Sie zielen. Nach der Ausrüstung jetzt noch etwas zur bevorstehenden Aufgabe. Kurz gesagt, wir sind hier, um den Abschaum fernzuhalten. Betrunkene, Nieten und Parasiten ohne Kronkorken sind fernzuhalten. Potenziellen Kunden ist normaler Einlass zu gewähren. Aber erst nachdem wir sie nach Waffen abgetastet haben. Ein unbewaffneter Mann wird angesichts bewaffneter Wachen eher keinen Diebstahl versuchen. Fangen Sie keine Kämpfe an. Egal, ob ein Jet-Junkie gerade Ihre Mutter beleidigt hat. Wir sind hier, um andernorts Gewalt zu fördern, nicht hier. Posten nicht. Wir werden bezahlt, an dieser Tür zu stehen, nicht dafür, ins Casino zu gehen oder Straßengespräche zu führen. Und auch keine dummen Gedanken bezüglich der Ausrüstung. Manchmal glaubt so ein Neuling, er könne mit Van Graff Eigentum abhauen. Glauben Sie mir, so nett das Gewehr und die Rüstung auch sind, ihr Leben sind sie nicht wert. Ansonsten immer locker bleiben. Oft kommt der eine oder andere Augenschmaus vom Wrangler da drüben vorbei, also ist die Aussicht nicht zu schlecht. Ja. Für so einen kleinen Laden, so einen Top-Schutz. Es dauert noch ein paar Stunden, bis die Schicht vorbei ist. Ist top. Hier kommt ein Gewinner. Ich überlasse Ihnen die Sache. Ein Gewinner? Der? Der sieht aus, als hätte er zwei Kronkorken. Damit kann er vielleicht ein Wasser kaufen. Wenn überhaupt. Sir. Sir. Jawohl, Sir. Hallo, da kann ich hier eine Laserwaffe kaufen? Sicher, gehen Sie doch rein. Entschuldigen, Sir, aber ich kann Sie nicht reinlassen. Firmenpolitik. Klingt für mich nach einer dämlichen Regel. Gut, immer auf die Regeln achten.
Wir hätten den doch auch reinlassen können. Wer Geld hat, kann er Geld. Wieder einer. Sie sind dran. Und denn? Hier ist nirgends so jemand. Ach da. Hallo. Spieler. Warum müssen wir immer denen wehtun, die uns am wichtigsten sind? Ja. Aber ehrlich. Sir? Hallo. Ich war gerade in der Gegend und wollte mir mal die Waffen anschauen. Kann ich reingehen? Wir müssen, werden sie erst durchsuchen müssen. Ist mir recht. Er ist... Hallo. Ist mir recht. So. Augen auf. Da kommt wohl ein neuer Kunde. Ja, wo der... Überall. Was ist denn das? Und die gehen alle nicht mehr raus. Ist ja schon eine richtige Schlange da drin. Sir. Sie sehen nicht vertrauenswürdig aus. Was wollen Sie im Van Graaff? Howdy. Ich hab doch glatt die Bank im Wrangler gesprengt und möchte gleich was in die feinen Waren hier investieren, um meine Börse zu erleichtern. Sicher, Sir. Wir müssen Sie nur kurz noch Waffen abtasten. Warten Sie mal, ich bin unbewaffnet. Reicht mein Wort denn nicht aus? Sicher halten Sie Ihr Wort, aber abtasten müssen wir Sie trotzdem, keine Ausnahmen. Das geht schon in Ordnung, denke ich, wenn es keine andere Wahl gibt. Er ist sauber. Sehen Sie, Sir. Hab ich Ihnen doch gesagt. Ich behalte Sie im Auge. Offenbar ist der Kerl hier lang. Jetzt bloß keine Fehler. Welcher Kerl? Es ist niemand. Hast du gesoffen? Da hinten kommt jemand langsam. Woher weiß denn da hinten? Ob der nicht da, hier oder vielleicht das Haus will? Urlaub machen oder so. So. Wie sieht denn bedrohlich aus? So. Sir. Hey, ich will meinen alten Revolver mal ersetzen. Kann ich eben rein? Tut mir leid, aber wir müssen sie erst durchsuchen. Ist das wirklich nötig? Ich habe doch schon gesagt, dass ich hier einen Revolver habe, oder? Es ist Firmenpolitik. Wir dürfen sie nun untersuchen. Dürfen wir sie nun untersuchen oder nicht? Verdammt! Wusste ich's doch, dass das nicht klappt. Ja. Sir. Es ist hoffnungslos, Sir. Worum zum Teufel ging es denn hier? Danke. Sprengstoff. Eine Rachennotiz. Willkommen im Silver Rush. Der besten... Mist. Das brauche ich heute nicht. Augen auf, Neuling. Es wird gleich interessant. Sir. Das ist ein Gefangener, Sir. Sir. Mein Aufnahmeprogramm ist rechts nicht zu sehen, Sir. Hey, hallo. Simon, was geht? Scheinst dir heute etwas Unterstützung zu haben? Was soll ich sagen? Das Geschäft lief in letzter Zeit gut. Wir können uns die Hilfe leisten. Freut mich zu hören, Kumpel. Ist die Obermieze da? Aber sicher doch. Wen es interessiert, der kann ja reingehen und Hallo sagen. Na, ich muss noch ein paar Runden drehen. Aber sag ihr, dass ich immer an sie denke. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Soll doch die Neuanwerbung es ihr sagen. Sie würden das doch für mich tun, oder? Sir, ich werde es mit Sicherheit weitergeben. Das ist ein gutes Hundi. Tja, ich muss mal los. Bis später, Simon. Kopf hoch, Neuling. Es gibt doch noch Hoffnung. Was schleicht denn der sich jetzt so an? Ladenschluss. Schauen wir wegen der Bezahlung beim Boss vorbei. Oh, ich brauche das Gewehr und die Rüstung wieder. Befehl vom Boss. Sir, ich würde gerne meine Rüstung und ich würde gerne wissen, was sie hier mit diesem Typen da hier, diese Rachennotiz. Wen immer es interessiert, wenn man das liest, bin ich wahrscheinlich tot. Ich kann nur hoffen, dass ich ein paar der dreifach verdammten Van Graaff mitnehmen konnte. Wenigstens hat das meine Familie verdient. Ja, Sprengstoffattentat und so würde ich sagen. So, was schleicht denn der hier so rum? Simon hat mich auf dem Laufenden gehalten. Gehen wir schnell nochmal alles durch. Sie haben Unerwünschte ferngehalten, den Rest auf Waffen abgeklopft und sind schön ruhig geblieben.
Will heißen, Sie haben sich an Ihre Instruktionen gehalten. Sie haben Simon und mich beeindruckt, also gibt's einen kleinen Bonus zum normalen Lohn. Auch total schwer. Leider habe ich jemand anderen mit mehr Erfahrung gefunden und er übernimmt den Posten ab morgen. Es hat sich aber etwas anderes ergeben, wofür ich Sie noch brauchen könnte, vorausgesetzt, Sie wollen immer noch etwas verdienen. Klar, immer. Es gibt da ein Geschäft, das wir schon eine ganze Weile vorbereiten und der Käufer hätte gern Probeexemplare unserer Waffen. Ich möchte, dass Sie ein Paket an einen verschwiegenen Ort bringen, den der Kunde ausgewählt hat. Wäre das was? Ich mach's. Gut. Hier ist das Paket. Ich markiere Ihnen den Ort auf der Karte. Der Kunde sagte, er sei eine ganze Zeit in der Stadt. Es besteht also keine Eile. Trotzdem, versuchen Sie nicht zu trödeln. Dieser Kunde könnte uns viel Geld einbringen und damit natürlich auch Ihnen. Wie gesagt, ich bin ja Kurier. Willkommen zurück. Haben Sie noch... Ihr Angebot, der hat nicht mehr viel davon. Na, dann gehen wir mal weiter. Hallo? Naja, nicht. Schmeiß dich erstmal ein Fass um. Vor Wut. Hungrig? Durstig? Geil? Klar. Kaufen kann, wenn sie es im Mick and Roll. Ja. Hallo. Hey. Ja. Und ich erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Roll. Ja. Müssen das Ding da Mick and Rolls. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei Mick and Roll. Ja, gut das anzupreisen. Gut das anzupreisen. Oh, das ist ein Feind. Hey. Wo denn? Mit dem Bleirohr. Mit dem Bleirohr. Was ist das denn? Quackstone. Ach, sollte ich nicht von dem Geld eintreiben? War da nicht was? Von dem sollte ich doch Geld eintreiben. Für das Atomic Wrangler. Hey, können Sie ein paar Kronkorken entbehren? Das sieht schon ziemlich hässlich aus, ne? Klar, Mann, hier. Greg ins Gesicht schlagen. Sind Sie der Greg, der Schulden bei den Garretts hat? Nein, ich treibe ein, um es den Garretts zu geben. Das Fragezeichen muss weg. Oh ja, dann haben die Garretts Sie wohl auf mich gehetzt, ja? Hey, ich habe die Kronkorken zur Hand. Also tun Sie mir nicht weh. Wer die Garretts übers Ohr haut, zahlt den Preis. Her mit dem Rest, oder? Sie sind Rattenfutter. Gut, schon gut. Hier, das ist alles, was ich habe, wenn man mal von meinen Klamotten absieht. Ich werde mal ein Exempel an ihn statuieren. Her mit ihren Klamotten, so lege ich sie um. Nehmen Sie alles, aber töten Sie mich nicht. Das wird reichen. Wenn Sie sich nochmal mit den Gabbets anlegen, sind Sie ein toter Mann. Das werde ich tunlichst vermeiden. Danke, dass Sie mich nicht getötet haben. Ja. Wer ist das? Penner. Bin einmal im Mische. Bleibt zu hoffen, dass die Schläger hier ihrem leuchtenden Vorbild folgen. Was mit dir passiert? Jetzt habe ich so Klamotten bekommen, ne? Nicht gar nicht. Ich werde hier in den ins Feuer legen. Weil ich ja ganz mies bin. So, kannst du haben. Garrett, Greg. So, hier ist nix. Das ist wie so ein Flugzeug. Die ist nix. Wen haben wir denn da? Einen Typen. Einen alten Typen, der an dem Straßenrand sitzt. Der ein paar Whiskyflaschen getrunken hat, aber nichts Besonderes. Landstreicher. Aber wen haben wir denn da? Dixon. Suchen Sie nach einem Schuss? Dann habe ich, was Sie brauchen. Du leider. Nehme ich keine Drogen. Was verkaufen Sie? Riskieren Sie mal einen Blick, Baby. Fehlt der Stimpex? Ne, Buff Out. Dixon, Jet Dixons Whisky. C4-Plastik-Sprengstoff, die brauche ich immer noch nicht. Lasergewehr. Ach, guck mal hier.
kann ich verkaufen. Hülsen. Döner, Kebab und das, ja. Ein Vergnügen mit dir. Tschüss. Tschüss. Was haben wir hier? Ja. Da sind wir. Hier haben die alles schöne Waschmaschinen. Zum Beispiel, das sieht aus, als wäre das früher mal ein Waschsalon gewesen. Wow. Wenn Sie Waffen suchen, dann sprechen Sie mit Mick. Ansonsten habe ich ein nettes Inventar an allgemeinen Waren und ein paar Spezialdienste. Was haben Sie denn auf Lager? Werfen Sie mal einen Blick drauf. Ich will eher wissen, wie viel Geld der hat aufbereitet. Das Wasser, Chlorgasbehälter. Du, das brauchen wir bestimmt für irgendeine Quest. Sunset Sarsaparilla. Aber nichts Besonderes. Der hat auch nicht viel Geld. Ja. Dies ist alles hier ein bisschen zu viel wert. Präzisionsgewehr. Ja. Vielleicht könnte ich das mal wirklich verkaufen, bevor ich nicht ein vernünftiges habe. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Bieten Sie auch andere Dienste? Meine Dienste stehen nur zur Verfügung, wenn der King grünes Licht gibt. Beeindrucken Sie ihn, dann können wir reden. Okay. Aber ein findiger Bursche wie Sie hat doch sicher was nebenbei laufen. In Ordnung. Ja, ich habe da so eine kleine Nebenbeschäftigung. Aber was ich jetzt sage, verlässt diesen Raum nicht, klar? Klar. Im Laufe der Jahre habe ich meine Kunst vervollkommnet. Niemand kann meine Arbeit vom Original unterscheiden. Ich rede von Pässen. Wenn Sie die Kronkorken haben, dann bastle ich Ihnen einen Strip-Pass zusammen, der selbst das geübteste Auge täuschen wird. Jetzt verstehe ich, warum das keiner wissen sollte. Hey, wenn Sie Interesse und die Kronkorken haben, dann kostet einer 500. Bei weniger lohnt sich das Risiko des Geschnapptwerdens nicht. Was sagen Sie? Sind Sie dabei? Ich habe schon genügend Kronkorken für die Bonitätsprüfung. Kein Problem. Wenn Sie später einen brauchen, kommen Sie einfach vorbei. Ja, ich brauche keinen Ausweis. Ich kann da doch schon so drauf. Wissen Sie zufällig, wo ich einen Sexbot finden könnte? Haben Sie einen Maschinenfetisch oder sowas? Die Garretts wollen bestimmte Kunden bedienen. Tja, der einzige Ort in der Nähe, der mir einfallen würde, wäre Cerulean Robotics. Aber der ist schon seit Jahren von Ungeziefer überrannt. Wenn Sie mal vorbeischauen wollen, dann gehen Sie zur Westseite von Freeside. Der Eingang ist auf der Rückseite des Gebäudes. Aber passen Sie auf Schläger auf. Die Ratten da sind nicht das einzige Ungeziefer, um das man sich Sorgen machen muss. Das schaue ich mir mal an. Kann ich irgendwie sonst helfen? Warte mal. Brauche ich für den Sexbot ein Holeband oder sowas? Ich kenne zwar keines, aber wenn Sie mir ein paar Tage und einige Kronkorken geben, könnte ich sowas wahrscheinlich auf meinem Terminal herstellen. Mhm. Worf, ich habe Sie vielen Kunden empfohlen. Wie wäre es, wenn Sie mir einen Gefallen tun? Na gut, kommen Sie in ein paar Tagen vorbei, dann sollte ich was für Sie haben. Okay, ist das Holeband schon fertig? Noch nicht. Kommen Sie später wieder und es sollte fertig sein. Willst du mich verarschen? Keine 10 Sekunden und wir sind noch nicht fertig? Willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Scheißladen hier, Mann? Meine Fresse, ey. Ich würde gerne mehr über Freeset erfahren. Was wollen Sie denn wissen? Naja, wer ist der King? Sie haben noch nichts vom King gehört? Leben Sie unter einem Stein oder sowas? Ja. Der King hat den ganz Freeside, seine Jungs. Er kontrolliert die Wasserpumpe und ist im Wesentlichen der Ansprechpartner für alles, was hier passiert. Und die Grand Grass? Das sind die örtlichen Energiewaffenhändler in Freeside. Was Laser und Plasma angeht, haben sie ein Monopol und wollen das auch behalten. Glorias Männer sind noch dazu hervorragend bewaffnet und völlig skrupellos. Aber ihr Bruder, Jean-Baptiste Cutting, ist der schlimmste von allen. Und was gibt's über das Atomic Wrangler zu sagen? Das ist der einzige Laden in Freeside, in dem alles unter einem Dach vereint ist. Da kann man zocken, saufen, Drogen einwerfen und rumhuren. Sind gute Leute, denen man aber nicht in die Quere kommen will. Lose Enden kriegen gerne mal eine Kugel in den Kopf. Mhm. Ich würde gerne was anderes reden. Kann ich irgendwie sonst helfen? Ja, mit Auf Wiedersehen, ne? Kommen Sie jederzeit wieder. Und
Der sagte, da hinten gibt's Waffen. Bei dem netten Mann. Hey! Bei Mick. Willkommen bei Micks and Ralphs. Wenn Sie Waffen brauchen, dann bin ich Ihr Mann. Wenn Sie allgemeine Vorräte oder etwas anderes brauchen, dann gehen Sie zu meinem Partner Ralph. Welche Schusswaffen verkaufen Sie? Riskieren Sie mal einen Blick. Wie viel Geld hat denn der? 120 nur. Und Munition, die ich bestimmt gebrauchen kann. Wie steht's mit meiner? 23 Granaten habe ich noch. Komm. Gönnen wir uns mal. Im F-Zill. Oh, gar nicht. Zehn Millimeter habe ich so viel. Nägel, LGM. So, 10 mm Patronen, 308 Patronen, Panzerbrechende hier, so das geht. Das kann man immer gucken. Ist noch nicht so schwer, ne? So, da habe ich genügend. Auch davon. Waffen. Katana, kleiner Teufel. Ist das nicht so der Knüller? Luca-Brecher. Ne. Schergedämpfte Umarmung des Schreckenkönigs. Ist natürlich schon schön. Ein weiterer zufriedener Kunde. Wie läuft das Geschäft? Es lief besser, als die Umörters noch kauften. Aber wir kommen durch. Eine gute Mischung aus Händlern und Van Graffs hält die Geschäfte am Leben. Wie sieht die Lage mit den Umörters aus? Das ist es ja gerade. Ich habe keine Ahnung, sie haben einfach urplötzlich aufgehört, Waffen zu kaufen. Falls Sie was hören, dann geben Sie mir Bescheid. Mach ich. Kann ich irgendwie sonst helfen? Können Sie ein paar Sachen für mich verkaufen? Reparieren? Klar. Dann schauen wir uns doch mal an, was Sie da haben. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Jagdgewinn. Die Pistole. Die Rüstung, das wäre eigentlich mal was. Das wäre es mir auch gewährt, das Geld. Aber fürs Jagdgewehr nicht. Verkaufen Sie auch besondere Gegenstände? Warum? Arbeiten Sie für eines der Casinos? Nein. In dem Fall habe ich tatsächlich etwas. Folgen Sie mir. Wohin? Oh! Oh. Wie gesagt, nur bewaffnete Gesellschaft ist gute Gesellschaft. Das sieht doch schon besser aus. Ach, warte kurz. 10 mm Maschinenpistole. Komm. C4 Sprengstoff erstmal selber kaufen. Was brauche ich denn hier von Granaten-MG? Nee. Pulsgranaten, kleiner Teufel. Schon besser, was ich hier habe. Umarmung des Schreckenskönigs. 45 und normale Power Force macht 30. Eigentlich könnte ich das für Wayne Wanaker kaufen, aber dann hätte ich fast kein Geld mehr. Wenn ich aber den hier, das hier, die hier, gegen den hier verkaufe, ne? Geht das doch. Und der Mann hat wieder Geld. Nur für Veronica. Haben Sie was Feines für mich? Ein Kleid vielleicht? In der Art, ja. Warte, dann. Nee, warte. Oh, Stange, Zigaretten und Göffel. Warte mal kurz, kann ich das Ding da modifizieren? Nein. Dann kriegst du das nämlich unmodifiziert. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Nett. Und ich kann sogar noch ein bisschen mehr Geld raushauen. Dass Mr. Hoff schon eine Weile sehr still ist. Gott sei Dank. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte mir gerne die besonderen Gegenstände ansehen. Wie gesagt. Ja. Göffel. Ja, Sie brauchen doch gerne Göffel. Und diese Dinger hier. Und, oh, ja, weiter. Ja. Deshalb kriege ich sogar noch ein bisschen Geld raus. Und bin nicht mehr
ganz pleite und habe eine mega Arm. Das ist nett. Das ist das, was ich haben wollte, und das ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Was niemand gemerkt hat. Also bis dahin und tschüss.